So, schön am Rand halten. Dann gehen wir einfach mal hier rein. So, und von da aus können wir dann mal nach ganz oben gehen. Wo bleibt mein Segeltuch? Ja, halt mal kurz die Klappe bitte. Ich habe gerade keine Zeit für dich. So, 1, 2, Antwort 1, 2, 3, 4, 5. Na, mein Gott, bin ich jetzt gerade blind? Bis dahin. Und da kommt ja die Ziegelei rein. Gehen wir hier runter. Und dann dahin. Da haben wir natürlich kein Holz für. Das ist schön. Danke. Kostet 20 Holz? Ist ja frech. Ja, warte mal, bis ganz kurz das Holz da ist. Ja, da ist auch schon. Perfekt. So ungefähr. Ja, dein Segeltuch. Ja, mach mal keinen Stress, Junge. Wo bleibt mein Segel? Ja, tschüss. Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. So, die packen wir dann weg. Dann gehen wir jetzt hier hin, machen kurz noch ein paar Lagerhäuser hin. In dem Fall setzen wir uns einfach mal du genau gegenüber. Hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Nehmen Sie ein Schiff und retten Sie Gruppe von Schiffbrüchigen aus dem Wrack des Gefangenentransports. Nehmen Sie ein Schiff und retten Sie die versiegelte Dokument aus. Bla bla bla. Ja, machen wir. Schön. Natürlich verfüge ich über Erfahrung im Umgang mit Seeleuten. Mhm. Gut, dann gehen wir direkt mal ein bisschen mehr upgraden hier. Machen uns direkt noch ein paar mehr Bauernhütten hier rein. Ich würde sogar sagen, wir gehen da oben nochmal ein bisschen höher. So ungefähr. Nach unten hin machen wir es dann später auch. Müssen wir halt ein bisschen umsetzen dann. Und dann gehen wir hier hin. Verbinden das dahin. Den Weg hier machen wir kurz weg. So, dann machen wir mal ganz kurz den hier und machen mal kurz die Planung an, damit die nicht alle gebaut werden, wenn wir Holz verfügbar haben. Und schon mal so ein bisschen den Grundriss vorbereiten, dass wir einfach nur noch upgraden müssen. Gerettet. Und nun, bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Ja, bla bla. Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Ja, das, dachte ich mir schon. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Ja, lass dich mal ganz kurz hier fertig planen. Brief. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. Ja, da machen wir mal nicht weiter. Lassen wir so. So sehr wir Onkel Edward auch verabschieden, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Ja, unehrenhaft verhält er sich aber auch, also passen wir uns aber mal an. Warte, wo ist denn das Schiff jetzt, mein Gott? Ich dachte, ich hab's zurückgeholt. So, sehr verehrter Direktor Bleakworth. Mehr zu den Mitverschwörern des Verräters Samuel. Verbrechen und Strafen wie folgt. Ernest Sterling. Gebrauch unflätiger Sprache. 16 Jahre Zwangsarbeit. Ach so, das ist ja fair. Veritas Herzgut. Identität. Erschleichung. Verbannung zu den Antipoden. Okay. Elias Nobel. Verfassen von Drohbriefen. Lebenslange Haft. Okay. Honora Hornet. Rufmord. Lebenslange Haft. Oh. Ich kann mir gar nicht vorstellen, gegen wen die Rufmord gemacht hat. Oh. Der Richter schloss sich meiner Ansicht an, jedweder Mangel an Beweisen für die gemeinsame Verschwörung mit seinem Verräter, mit einem Verräter sei an sich bereits ein Beweis, dass sie etwas zu verstecken hätten. Alles in allem hätte sein Urteil sehr viel schlechter ausfallen können. Wenngleich ich nicht verpflichtet bin, diese Details zu erläutern, war ich der Ansicht, dass die Fakten in diesem Fall für Sie als einen Kollegen der rechtsprechenden Zunft von Interesse sein könnten. Hochachtungsvoll, Edward Good. Mit dem komischen Ankersymbol da. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Machen wir. So, warte, der hier... Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. Das machen wir hier auch nochmal, genau so. Mit dem Marktplatz, weil der hat ja natürlich die Reichweite. Hier oben sieht man schon, lässt stark nach. Da machen wir einfach noch einen Marktplatz hin. Ich hätte das Ganze auch, wenn ich gerade so drüber nachdenke, vielleicht in diese Länge hier machen sollen. Aber hey,
Wir können es hier noch drüber ziehen gleich, ja? Passt schon. Machen wir jetzt erstmal ganz kurz noch einen zweiten Marktplatz hin. Hier haben wir zwei Häuserabteile da stehen. Das heißt, wenn wir hier das als 1 und das als 2 zählen, dann wird der Marktplatz quasi ab hier beginnen. Und innen drin wäre das... Pup. Das Wirtshaus. Aber, was mich da jetzt ein bisschen stört ist, die sind ein bisschen zu nah dran eigentlich. Deswegen sage ich jetzt vielleicht ein bisschen quer machen sollen, aber ist jetzt in dem Fall... Wie gesagt, das werden wir eh später alles nochmal umbauen. Von daher ist das jetzt erstmal auch wirklich Wurst. So, das machen wir so. Die upgraden... Nicht die, eigentlich wollte ich die upgraden. Die 6 machen wir mal eben weg. Wir schieben die mal darüber. Wir nehmen einfach die Häuser und schieben sie woanders hin. So, die Straßenverbindung machen wir weg. So, erstmal ein bisschen anpassen, ne? So, bringen Sie Edwards politische Gefangene zu Eli Bleakworth oder Blackworth, da bla bla. Bringen Sie Edwards politische Gefangene zu Archibald Blake. Wir bringen die natürlich zu Archibald Blake. Ab sofort an jeder Straßenecke. Okay, bringen wir halt DLC-Content direkt in die Fresse, danke. Silos, die Lösung für Viehzucht. Agrarunternehmen im Rampenlicht. Silos sind auf Tierhöfen weltweit schon jetzt unverzichtbar. Mit raffinierten Verteilungssystemen wird Futter gelagert und an das Vieh verfüttert, wodurch das Grasen beschleunigt wird. Wir sind gespannt, was die Farmen von Camper Glitch mit Silos erreichen können. Mhm. Ja, da haben wir ins Gefängnis, wo sogar tatsächlich Gefangene arbeiten. Sie sind beschäftigt, aber... Ja, du möchtest ein Silo bauen, ich weiß. Schön DLC-Content, ne? Die Welt, optional. So, wir bringen ihn natürlich nicht dahin. Wir bringen ihn natürlich zu unserem netten Kollegen. Nach High Clarence Hall. Genau. Hier haben wir, eine Quest. Wollten Sie sich nicht darum kümmern? Ach, ihr seid die für Silo. Okay, da ist die Quest, ja. Klug. Wir würden ungern den Foto. Haben Sie einen Moment? Ja, eine Fotografieaufgabe finde ich mir ein bisschen leicht, weil man braucht einfach nur irgendwie ein Foto machen. In dem Fall halt ein Foto von den Kämpfern. Da. Wir können, eigentlich könnte ich so schon ein Foto machen, das reicht. Wir gucken trotzdem mal, wo die sind. Wobei solche Einheiten, also ich meine, eigentlich brauche ich sie nicht finden. Solange, weil wenn ich jetzt nicht die drauf habe, so wie jetzt, ne, dann kann ich kein Foto machen. Jetzt sind sie irgendwo im Bild. Also jetzt könnte ich das machen. Da ich aber zum Beispiel keine Lust habe, die Kämpfer zu suchen, einfach ein Foto machen von irgendwas. Ja, da sind sie irgendwo drauf. Passt. Boxclub, ich dachte, wir sollten darüber nicht schreiben. Da im Schlepptau? Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Danke, danke. Und schon ist alles andere weg. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches Recht? So, setzen wir jetzt schon mal ein bisschen um. Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Ja, sehe ich auch so. Danke. Machen wir... Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. So, dann machen wir hier noch ein bisschen die Kleidung hin. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Tee und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Warte, wir machen das Ganze mal wie den anderen vom Aufbau her. So. Passt. Den anderen ziehen wir natürlich auch noch oben. Der kommt direkt daneben. Den können wir ruhig bis nach hinten durchziehen. Ah, die können wir nicht. Klar, die Reichweite nicht so weit. Null. So. Wie gesagt, wir setzen uns alles schon direkt ein bisschen um. Ich sollte vielleicht aus der Planung auch rausgehen. Das wäre gar nicht mehr so schlecht. Hallo. Mein Gott. So. Und dann machen wir gleich die Häuser noch ein bisschen weiter. Das hat ein bisschen so zukunftsorientiert hier mal denken, ne? Ah, setzen wir mal einfach da oben hin. Und die andere lassen wir mal hier. Machen wir dann den Weg ein bisschen weg. Setzen den dahin. Machen da den Weg weg. So. Dann, ja, das können wir dann da oben hinziehen. Das ist cool.
Wir kümmern uns hier um alles. Wobei, machen wir die erstmal auf Seite. Wenn wir dich hier mittig hinstellen. Okay, dann machen wir es ein bisschen runter. So ist gut. Dann kann nämlich daneben nicht nochmal zwei schwarze Schnaps hinkommen. Und die setzen wir jetzt einfach dahinter. So. Weißt du, das ist halt das Coole bei Anno. Man spielt 5 Minuten und kann direkt schon umbauen. Aber ist ja auch alles gut so. Also die Felder machen wir eben nochmal neu. Kostet ja nichts. Das Schöne ist, ich kann jetzt auch einfach durchziehen hier, weil wir haben volle Kostenrückerstattung. Da kann man sich auch einfach mal eben erlauben, alles abzureißen. Das ist schön. So. Da kommst du. Ein Feld, wow. Zack. So, dann können wir daneben noch mal ein bisschen Schnaps bauen, theoretisch. Das passt super. So, dann können wir jetzt auch hingehen und kurz dich wieder starten lassen. Den starten lassen. Dann können wir jetzt hier auch hingehen, zwei Ziegeleien daneben hin klatschen. So. Und die kosten 25. Dann machen wir hier oben auch direkt mal, dass wir auch mal gut Ziegel reinkriegen. Lagerhaus setzen wir auch hin. So. Da haben wir schon mal die ganzen Ziegel und Holz schon mal laufen. Top. So, den habe ich jetzt halt erstmal über. Den setzen wir gleich noch mal irgendwo anders hin. Den habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt. Ah. Irgendwann nehmen wir den schon mal, falls ich dran denke. So, dann wird jetzt in den Blaupausenmodus gehen. Dann ziehen wir auch ganz kurz die restlichen Bauern, bevor wir das jetzt hier machen. Also die letzten Häuser so. Hier unten ist natürlich Wasser. Kann ich da einen Weg mal kurz entlang ziehen, bitte? Ah, es ist so, man kann halt den Weg ein bisschen reinbauen. Aber ich würde jetzt gerne an dieses Raster halten, damit wir mich auch den Wassergebäuden den vollen Platz lassen. Und uns nichts verbauen dadurch. Deswegen ziehe ich einmal ganz kurz im Raster entlang einen Weg. Was man teilweise sehr schwer sehen kann, aber ist alles machbar. Ja, und da hinten ist ja egal. So. Machen wir oben auch eben kurz. Das meine ich, man sieht es teilweise echt sehr schwer. Da. Weil die, das Raster fürs Wasser und das Raster fürs Land sind genau bündig miteinander. Das heißt also, das Wasserraster, wenn wir jetzt mal hier aufs Wasser gehen, ja, ist exakt daran angebunden. Ja, guck mal, da habe ich mich schon verkackt. Da habe ich das mich nicht richtig gesehen. Das hat da schon begonnen. Da kann man mich auch die ganzen Sachen hier dran bauen, wie man will, und verbaut sich nicht im Endeffekt. Weil, wenn ich jetzt hier einen Weg da reingesetzt hätte, dann könnte ich da das nicht mehr hinbauen, weil da kein Platz mehr wäre. Deswegen halt ein bisschen ablocken hier. So, und dann machen wir hier nochmal ein paar Häuser hin. Siehst du, passt mich das Haus schon nicht hin. Aber der Weg wäre trotzdem außen rum gegangen, theoretisch. So, dann machen wir mich ganz kurz noch die restliche Planung rein. Den Weg können wir uns auch schwer sparen. Mach du mal bitte einen Abgang. Okay, müssen wir halt einzeln ziehen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ganz gut vorbereitet, würde ich sagen. So. Während wäre das, noch jetzt können wir einfach mal kurz die Quest machen. Warum nicht? Ein Segelschiffshafen. Werft, wie auch immer. Setzen wir mal dahin. Die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Ja, du willst ein Foto machen. Ist okay. Oder machst du es automatisch? Nee, muss ich machen. Alles klar. Okay, machen wir es. So. Schön mit der Planung drauf. Ich sehe Geister. Ja. Eine vorzügliche Fotografie. Das wird die Titelseite. Nett. Machen wir mal einen Schoner. Ach, kostet ja Arbeiter. Stimmt, da war ja was. Phönix aus der Asche. Guts Erben gründen eigene Reederei. Oder Reederei. Nach dem Vorbild des Vaters, von dem es hieß, er sei ein Mann mit Prinzipien gewesen. Schließlich gibt es keinen stichhaltigen Beweis dafür, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Tja,
Kapitel 2. Ein Zeichen des Feuers. Ein Schoner, zwei Kanonenboote und ein Fregatte. Also Schiffe wie ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Ja, 4 Stück sind jetzt nicht so viel. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Mhm. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Eine Fregatte direkt dazu finde ich nett. Die Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht genau mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Wollte ich nicht sagen. Ich finde nicht eine Fregatte ganz schön nett, weil dann müssen wir jetzt schon Kanonen haben. Und Stahl ist, ja. Das sind viele Arbeiter, aber ist egal. Kriegen wir ja auch alles hin. So, ziehen wir direkt mal die nächsten 2 rein. Na komm. So, wir haben jetzt schon über 800. Da bräuchten wir langsam mal wieder ein bisschen mehr Fisch. Weil der dürfte jetzt gleich irgendwann auslaufen. Weil, die Arbeiter verbrauchen auch mehr Sachen. In dem Fall macht es keinen Unterschied. Ihr müsst euch das so vorstellen. Jedes Bedürfnis, was es gibt, wird, wenn man eine Stufe höher geht, pass auf, ich versuche das so zu erklären. Es gibt hier immer 3 Grundbedürfnisse in dem Fall, ja, für die Bauern. Dann gibt es bei dem hier schon 7 Grundbedürfnisse. Aber die 3 Grundbedürfnisse, die die Bauern haben, haben die Arbeiter auch. Und 4 neue. Die nächste Stufe hat diese 4 neuen, also Wurst, Brot, Seife und Schule, auch als Grundbedürfnis. Aber die ersten 3 nicht mehr. Also der nimmt immer, also im Endeffekt ist jedes Bedürfnis, was man hat, nur für 2 Gruppen zuständig. Und sobald man 2 drüber ist über das Bedürfnis, ist es nicht mehr benötigt, ja? Gewerkschaften, das ist unsere Zukunft. Ein Funke, der zu einem Feuersturm wird und die ganze Bourgeoisie verbrennt. Freiheit und Gleichheit für alle. Mhm. Außerdem ist noch eine kleine Änderung, dass wenn man ein Bedürfnis hat, es nicht gleich beispielsweise immer für 400 Leute reicht. In dem Fall ist es nämlich so, dass es für die höhere Klasse dieses Bedürfnisses, weil es gibt immer die niedrige und die hohe Klasse, für Arbeitsteilung halt Bauern und Arbeiter, braucht die niedrige nur die Hälfte von dem, was die, oder die höhere braucht die das Doppelte quasi, ja. Sprich, die verbrauchen mehr Arbeitskleidung als ein Bauernhaus. In dem Fall zum Beispiel, ist das allerdings gleich vom Verbrauch her, weil hier auch doppelt so viele Leute drin sind. Wenn ich jetzt aber das Haus da drüber nehme, passen 30 Leute rein, weil es sind 10, 20, 30 und so weiter, immer 10 mehr, da ist es nicht mehr einfach nur so einfach zu rechnen. Ich mache ein Beispiel. Fische reichen für 400 Bauern, aber auch für 400 Arbeiter. Weil es zwar das doppelte Bedürfnis ist, aber wir haben auch doppelt so viele Leute hier drin. Wenn ich jetzt aber Wurst nehme. Wurst reicht zum Beispiel für 1000 Arbeiter, also für 50 Häuser. Ja? Aber, vom Stapel gelaufen. Aber wenn ich jetzt die nächsthöhere Stufe habe, dann reicht es ja nur für die Hälfte an Häusern, also für 25. Aber da sind ja 30 Leute drin. Deswegen sind das auch 750 Leute. Das heißt, die Wurst reicht entweder für 1000 Arbeiter oder für 750 der nächsthöheren Stufe. Deswegen wird man, halt je weiter höher man kommt, wird das ein bisschen mehr dann halt auch, ne? Bei Arbeitern und Dorfbewohnern, also Bauern hier, da macht sich das da keinen Unterschied. Gut, das wollte ich nur dann noch mit dem Bike eingeworfen haben, weil es doch relativ wichtig ist. Ja, den Schoner, den können wir ihr gleich geben. So, und jetzt können wir ganz kurz hier gucken. Klicken Sie auf das Eisenvorkommen. Haben wir da oben. Schön. Und dann haben wir auch Öl. Nett. Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ja, kriegen wir hin. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Sehe ich auch so. Freisprengen klingt gut. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Ja, und da haben wir jetzt auch schon. Das habe ich mich beim ersten Mal spielen nicht gerafft, witzigerweise. Und saß hier. Hä? Schließen Sie die erste Phase ab? Okay, drücke ich drauf, drücke auf die Phase. Mhm, warte, ich mach mal kurz das Aufgabenbuch zu. Und dann habe ich auf Phase Beginn gedrückt und es hat nichts
gebracht. Es ist nichts passiert. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht das System verstanden hatte. Da sage ich gleich was zu. Pass auf, erstmal lesen. Grabungsstätte. Wenn der Weg zu Ditchwaters Eisenvorkommen freigesprengt werden soll, müssen zuerst diese aufgegebenen Tunnel mit Gerüsten abgestützt werden, bevor Sprengladungen angebracht werden können. Anforderung 25 Bretter und 25 Ziegelsteine. 20 Bauern Arbeitskraft und 1 Minute 40. Schön. Phase Beginn. Und damals saß ich davor und dachte mir, und jetzt passiert der